Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kirby Planet Robobots. Im letzten Part haben wir mit Welt 2 angefangen und dort auch schon das erste Level gespielt. Und heute soll es weitergehen mit dem zweiten Level aus Welt 2 und damit starten wir auch gleich mal. Hi! Wir haben gerade immer noch die Psycho-Fähigkeit mit Kirby und können jetzt alle Gegner damit noch erstmal schön fertig machen. Sobald dann natürlich wieder eine neue Fähigkeit kommt, die ich dann ausprobieren will. Ja, zum Beispiel hier. Ah, okay, das ist nämlich jetzt eine coole Fähigkeit. Und zwar Popstar, genau. So, die kann man jetzt, glaube ich, nur irgendwie. Können wir jetzt mal kurz durchlesen. Ich glaube, die kann man irgendwie nur dreimal einsetzen oder so, aber die ist dafür mega OP. Musik wirkt ja normalerweise beruhigend, aber das hängt auch davon ab, wer gerade singt. Zum Glück reicht Kirbys Kraft nur für drei Songs aus. B, erstes Mal Stadion, B, zweites Mal Radio, B, drittes Mal Bühne, B, halten und beliebig das Ding drücken und dann loslassen ist noch eine Zugabe. Okay, alles klar. Also wie gesagt, kann man nur dreimal drücken, aber dafür kann ich halt so ziemlich alle Gegner ungefähr, die auf dem Bildschirm sind, damit umbringen. Was ist das denn für einer? Ist das ein Affe oder so? Gibt er mir auch eine Fähigkeit? Keine Ahnung. So, B kurz drücken. Und okay, das war jetzt, okay, jetzt habe ich das zweimal auch gleich gedrückt. Ich habe jetzt mal versucht, die Zugabe zu machen, aber ich habe die nicht ganz hinbekommen. Aber naja, und hier ist wieder der Doktor. Aber den töte ich jetzt mal, würde ich sagen. Ist es ein bisschen verschwendet, vielleicht meine Popstar-Fähigkeit, ja. Aber trotzdem, ich will noch mal kurz jetzt einsetzen. So. Yay! Und ich konnte noch einsaugen. Was zum Teufel? Okay. Ich habe sie eingesetzt, aber ich konnte noch einsaugen. Okay, auf jeden Fall hier mit dem dritten Mal singen. Da kann ich dann eben alle Gegner einfach auf dem Bildschirm besiegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man diese Zugabe da macht, die wir auch gerade gesehen haben. Das habe ich jetzt noch nicht ganz herausgefunden, wie die ging, aber passt schon. Ja, und vielleicht hätte ich mir meine Popstar-Fähigkeit aufheben sollen, aber naja, kriegen wir auch so hin. Hallo Kollege. Ich will erstmal was zusammenbrauen. So, okay, die Feuerfähigkeit, die trifft glaube ich über mir, ne? Also ist jetzt gar nicht mal so toll. Ich setze jetzt aber trotzdem ein. Bam. Wow, aber hat einiges an Schaden gemacht. Aber ich sollte eher andere Attacken machen. Das Aufladen zum Beispiel, glaube ich, mit den Pillen hier. Ist, glaube ich, ganz cool. Am besten auch in seine Richtung schauen, weil es ist immer so, dass offenbar in die Richtung, in die Kirby guckt, da fliegen immer drei Pillen dahin. Und die andere Attacke will ich. Geh mal runter da. Okay, die andere Attacke will ich auch mal kurz machen. Die Rennattacke. Wo ich dann. Ja, nee, halt. Wartet. Die da, genau. Wo ich dann ganz, ganz viele von den Pillen raushauen kann. Die ist auch echt ziemlich cool. Da kann man ganz, ganz schnell drei Pillen, glaube ich, nach vorne. Ja, drei dürften es sein. Drei Pillen da nach vorne hauen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Oder halt das Aufladezeug ist auch ganz cool. Also der Doktor ist echt eigentlich ziemlich gut, finde ich, so von den ganzen Fähigkeiten her. Aber erstmal natürlich wieder Roboter-Action. Damit wieder ein bisschen abgehen. So, also das Level scheint auch wieder ein bisschen mehr auf dem Roboter zu basieren. Also bisher war es so, dass ich glaube, in jedem Level außer im ersten, oder? Also im ersten auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, ansonsten in jedem anderen Level kam der Roboter irgendwie mal vor. Geht es dann weiter nach unten eigentlich? Oder weiter nach oben? Nein. Ansonsten kam mal, glaube ich, der Roboter in jedem einzelnen Level vor, aber oftmals halt auch nur kurz, um irgendwie an einen Roboblock irgendwie extra hinzukommen oder sowas. Und die geben mir keine Fähigkeit rein, um extra irgendwie an einen Roboblock oder sowas hinzukommen eben oder an den seltenen Sticker oder irgendwie sowas. Und den Chat haben wir jetzt auch hier. Okay, das ist ziemlich cool. Wow, jetzt kann ich sogar frei. Was zum. Okay, aber das Level scheint wieder ein bisschen mehr auf dem Roboter zu basieren. Oder auch auf der Chatfähigkeit. Jetzt was zum. Okay, das will ich mal kurz durchlesen. Was kommt denn jetzt? Vor diesem Luftangriff gibt es keinen Fliehen. Ziel im Visier, Rakete unterwegs. Okay. Bord-MG-Rakete, Steuerraketen und Chatsprung haben wir. B lang gedrückt halten und loslassen. B sehr lang gedrückt halten und loslassen. Und A, L oder R ist der Chatsprung. Okay, jetzt kommt so ein 2D-Shooter ab. Oh, das ist ja cool. Oh, das ist cool. Hey, jetzt kommt so ein Shooter-Abschnitt hier. Oh, wie cool ist das denn? Das ist ja richtig episch. So, und bam. Okay, das ist voll aufgeladen. Das ist nur ganz, ganz kurz immer. Dann das hier ist ein bisschen länger aufgeladen. Und das. Moment. Das hier ist ganz lang aufgeladen. Das ist A. Okay, A oder L oder R ist einfach das hier. Kann ich hier so ein bisschen durch die Gegend fliegen. Okay, alles klar. Oder kann ich hier dauerhaft schießen? Ich kann auch wirklich ganz, ganz schnell schießen, wenn ich einfach immer wieder schnell hintereinander B drücke oder halt eben schon so ein bisschen aufladen, das Ganze. Und währenddessen aber auch ein bisschen immer nach vorne schießen, aber lange nicht so viel und nicht so schnell. Und bam. Was eigentlich, wenn ich jetzt X drücke? Ach, das kann ich auch gar nicht, oder? Okay, ich kann meine Power gerade gar nicht ablegen. Wäre auch ein bisschen blöd, weil der Abschnitt hier ist ja darauf ausgelegt, dass man hier mit dem Chat ein bisschen rumfliegt. Aber das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Ich sollte jetzt vielleicht ein paar Autos zerstören. Was mir nicht gelungen ist, weil vielleicht ist es sogar so, dass in ein paar von den Autos sogar Sachen drin sind. Okay, hier ist der. Ja, guck mal her. Ich weiß nicht, ob der ihn jetzt überfahren hätte, den Roboblock. Ich habe auf jeden Fall mal zerstört. Ich dachte eigentlich, dass vielleicht in ein paar Autos, dass da auch ein Roboblock oder sowas drin sein könnte, aber offenbar ja doch nicht. Weil ich habe ja gerade eben einen bekommen, das war der erste. Passt also alles, okay. So, okay, jetzt machen wir im Hintergrund auf. Okay, ich dachte, der Abschnitt wäre jetzt schon vorbei. Der Flugabschnitt hier, aber nein, es geht noch weiter im Hintergrund hier. Und bam! Wieder schön weggebombt den Bus da und das Auto auch wieder. Moment. Bam. Ah, okay, jetzt war ich zu langsam wieder. Naja, passt aber trotzdem. Hui. Das hat schon mal Spaß gemacht, finde ich. Und ich steige wahrscheinlich gleich wieder aus. Nee, es geht nur noch weiter. Okay, vielleicht fliegen wir jetzt auch im ganzen Level einfach hier rum und müssen halt währenddessen immer Sachen einsammeln und so weiter. Kann auch sein. Und da will ich wahrscheinlich hin. So, hui. Wieder im Vordergrund. Und da ist was darunter. Okay, aber nur Essen, leider.
Da wäre jetzt der seltene Sticker natürlich oder ein Roblock lieber gewesen, aber wäre auch zu einfach gewesen. Und bam! Das ist auf jeden Fall schon ganz cool. Vor allem diese fetten Raketen da rauszuhauen oder diese eine fette da halt mit den anderen beiden auch noch. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, oder? Also alleine aber auch schon nur die zwei Raketen hier rauszuhauen, rentiert sich auch schon, oder auch einfach nur Buttonbashing zu machen und nur die kleinen hier, die kleinen Laserstrahlen nach vorne zu hauen. Ist schon auch nicht schlecht auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall alles ganz cool, macht sehr viel Spaß, finde ich. So, und wieder nach vorne. Aber ich warte ja schon wieder gespannt auf den nächsten. Aha, auf das nächste. Wie komme ich jetzt da hin? Wie komme ich da hin? Wie kann ich nach hinten schießen? Ich muss irgendwie nach hinten schießen können. Wie geht das? Okay, so. Wie habe ich das gemacht? Okay, alles klar. Okay, wenn ich kurz auflade, kann ich auch eine Rakete nach hinten schießen. Wenn ich lang auflade, kann ich auch eine sogar größere nach hinten schießen. Okay, das habe ich jetzt zum Glück noch rausgefunden. Das war jetzt ein bisschen enger, aber es passt noch. Hier noch der Roboblock, okay. Ja, das Level scheint noch ein bisschen kürzer zu sein, offenbar. Weil das halt hier alles in diesem Abschnitt hier offenbar stattfindet. Denn jetzt fehlt ja nur noch ein weiterer Roboblock und da haben wir ja auch schon alles. Aber wie gesagt, ist ziemlich cool auf jeden Fall hier. Also das macht definitiv sehr viel Spaß, finde ich. So, jetzt werde ich auch noch weiter hier beschossen von den Bombentypen. Aber die sollten normalerweise kein Problem darstellen. Ja, und der letzte Roblox ist auch sehr einfach. Also hier, das Level war aber auch nicht wirklich schwierig, ehrlich gesagt, die ganzen Sachen zu bekommen. Da war also da war es dann schon noch am schwierigsten, den seltenen Sticker zu bekommen, weil man halt da dieses Wissen haben muss darüber, dass man eben ein bisschen auflädt oder auch komplett auflädt, dass man dann eben auch Raketen nach hinten hauen kann. Ich glaube, ist noch ein Bosskampf. Das wäre jetzt richtig episch noch, natürlich hier ein Bosskampf, während man in Chat-Formation ist und offenbar schon, ja, okay. Das wird jetzt richtig cool werden, glaube ich. Okay, gegen dieses Geschütz da. Engor-Basis oder sowas, okay, alles klar. Ich bin nicht ganz sicher, kompetieren besonderer Text über dich? Ja, kommt sogar, okay. Eine hochgerüstete Basis verteidigt diese Route. Ein internes Zahnradgetriebe dreht die Geschütztürme, die jedes Ziel erfassen können. Sie muss aus dem Weg, sonst geht es nicht mehr vorwärts. Okay, alles klar, ja, dann ballern wir einfach mal ein bisschen. Ich kann einfach offenbar irgendwo hinschießen und das Ding nimmt immer Schaden, aber nicht, arg viel. Hilfe, okay. Ja, vielleicht soll ich auch einfach ein bisschen größere Raketen natürlich nach vorne hauen. Bam. Die machen uns schon ein bisschen mehr Schaden. Hält auf jeden Fall einiges aus hier, aber ist auf jeden Fall sehr cool, finde ich. Kann ich jetzt wirklich einfach irgendwo hinschießen? Glaub schon, oder? Ich kann hier oben hinschießen. Oder auch hier zwischendrin irgendwo, ist völlig egal. Ja, ich kann irgendwo hinschießen. Das Ding nimmt einfach immer Schaden. Okay, hier nochmal hier sowas machen. Bam. Und ich will jetzt hier stehen. Weil hier bin ich. Ah, ne, halt. Ja, oh, das konnte ich natürlich wissen, ne? Das konnte ich wissen, dass die Laserstrahlen nochmal abprallen. Jetzt bin ich hier hin. Moment, hier bin ich safe. Ja, okay. Und hier schon draufhauen. Okay. Gut, und okay, das eine Ding habe ich schon zerstört. Dann nochmal, bam. Und das andere ist auch zerstört. Jetzt noch die drei hier. Nein, scheiße, was mache ich denn? Die drei hier noch. Auch wieder schön alles draufhauen, was ich hier zur Verfügung habe. Oh, ist das cool hier. Das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß. Okay, das mittlere ist auch kaputt. Okay, aber es ist auf jeden Fall interessant an dem Bosskampf, dass auf jeden Fall, je weiter man kommt, desto einfacher wird der Bosskampf eigentlich, weil ich halt immer mehr Gefahren aus dem Weg räume, weil dann immer weniger Geschütze noch übrig sind. Das, ja, trotzdem lasse ich mich treffen. Aber an sich, je weiter man kommt, desto einfacher wird der Bosskampf normalerweise. Okay. Yay, ich habe ein bisschen Schaden genommen, aber trotzdem geschafft. Hui. Und? Yay, Bruchlandung. Kirby. Ja, das war eine ziemliche Bruchlandung und ist auch nicht mehr benutzbar jetzt, nein. Gut, und ich denke mal, das war auch schon das ganze Level. Da kommt noch ein Gegner oder ein paar vielleicht noch, aber ansonsten dürfte es das für das Level gewesen sein, denke ich mal. Aber war, wie gesagt, sehr cool, hat mir Spaß gemacht. Yay. So, dann wieder ein Bonusspielchen. Mit einer 1 bitte. Moment. Yay, okay. Volle Leiste wieder. Das ist wieder eine 1. Und Kirby dann gleich wieder am Abdancen. Hi. Irgendwie sieht Kirby mit der Brille vor allem ein bisschen idiotisch aus, finde ich. Aber na gut. So. Was kriegen wir noch alles? Wir kriegen noch erstmal Waddle Doo Ball aus Kirby Power Malpinsel. Dann kriegen wir noch Blinkbad aus Kirby Tilt and Tumble. Dann den seltenen Sticker, das ist Plüsch aus Kirby und das Magische Garn. Den habe ich schon mal gesehen, den Typen. Ich habe Kirby und das Magische Garn noch nie gespielt, aber den habe ich schon mal gesehen, den Typen. Und dann noch einfach nur Kirby aus Kirby's Pinball Land. Okay, das waren alle. Gut. Yay! Dann schaffen wir in dem Part auf jeden Fall wieder zwei Level, denn für Level 3 haben wir auf jeden Fall auch noch mehr als genug Zeit, weil jetzt Level 2 wegen dem Chat-Abschnitt da eigentlich einigermaßen schnell ging. Deswegen schauen wir uns dann, würde ich sagen, Level 3 hier aus Welt 2 auch noch an. Hi! So, und wir sind immer noch Dr. Kirby und können noch den ganzen Gegnern ein paar Pillen verschreiben. Aber erstmal Cutscene. Okay, das sieht wieder sehr ähnlich aus wie auch schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, war das auch das dritte Level aus Welt 1 oder war es das vierte? Bin ich mir nicht ganz sicher, was ist das für eine Fähigkeit?
Das kann ich nicht erkennen, aber ich nehme sie jetzt mal. Ah, das Rad, okay, eine neue Fähigkeit sogar. Okay, das Rad gibt's aber. Okay, das Rad gibt's aber schon. Gibt's auch noch hier. Okay, das kann ich nämlich auch, die Fähigkeit. Gut. Drück aufs Pedal und gib Vollgas. Solange du schnell bist, bist du unbesiegbar. Kleiner. Also unbesiegbar, kleiner. Nimm dich aber vor Schlaglöchern in Acht. Okay. Dann Vollgas, Normal, Sprungrad, Karacho-Bremse, Raketenstart, Himmelsrad, Wende, Hüpfwende. Und das war's, okay. B, dann Vollgas und nochmal B. Vollgas und A, Sprungrad. Unten bei Vollgas in der Luft. Was? Karacho-Bremse. Aha. Vollgas und das Ding nach unten halten und loslassen. Raketenstart und A. Vollgas und nach links. Vollgas und wiederholt links, rechts drücken, Hüpfwende. Okay, also das meiste geht, wenn ich im Vollgasmodus bin. Das bin ich jetzt gerade. Wenn ich hier schnell links und rechts drücke, mache ich hier sowas und springe ich hier durch die Gegend. Okay. A drücken kann ich währenddessen, dann jumpe ich. Wenn ich A drücke und zweimal nach unten, mache ich eine Stampfattacke. Wenn ich währenddessen nochmal B drücke, dann höre ich wieder auf. Oder wie war das? Warte mal, da gab es doch nochmal was. Moment. Vollgas und B, ach, okay, okay, dann werde ich einfach, okay, das heißt normal, dann werde ich wieder normal, kann wieder normal rumlaufen, ja, okay. Und das meiste habe ich jetzt, glaube ich, eh schon gesehen. Ja, okay, aber Vollgas und nach unten halten habe ich noch nicht gemacht. Oder, was ist Raketenstart? Okay, Raketenstart ist das. Und dann noch A, da mache ich auch noch etwas. Okay, also Raketenstart und unten und dann noch A hinterher. Also Raketenstart und unten, okay, jetzt kann ich aufladen und dann einfach schneller nach vorne gehen. Und wenn ich jetzt A drücke, dann kann ich halt währenddessen auch nochmal springen. Ist das alles gewesen schon? Raketenstart und A ist das Himmelsrad. Ne, ist aber noch was anderes. Warte mal, ich mach's mal in die andere Richtung. Vielleicht, warte mal. Ah, okay, 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 das sieht auf jeden Fall cool aus. Ich mach hier Kirby auch noch so ein paar Wirbel, so ein paar Schrauben drumherum. Das sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Bam, hui. Kann bestimmt noch Gegner damit ziemlich gut fertig machen. Okay, alles klar. Also das meiste funktioniert aber eben so, indem man einfach irgendwie durch die Gegend rollt und dann währenddessen irgendwelche Knöpfe drückt. Ja, okay. Hallo, bam. Einfach die ganzen Gegner umrollen jetzt. Auch ganz witzig. So, und was zum... Okay, das Level sieht auch wieder sehr interessant aus. Also hier muss ich wieder ein bisschen auf den Hintergrund, glaube ich, achten, wo die Kugeln hier immer kommen. Dass ich da vor denen in Sicherheit bin. Ich denke mal, die kann ich noch nicht besiegen. Ich lasse die einfach mal in Ruhe, würde ich sagen. Okay, und da ist schon wieder ein Rad. Aber ich bin ein besseres Rad als du. Ja, kurz aufladen. Was ist das für ein Ding? Ja, oh, achso, sind wir Laser. Okay, aber ich war jetzt schneller als die Laser. Und bin da durchgekommen. Ja, oh, das... Nein, das wollte ich, da wollte ich nicht rein, da wollte ich gar nicht rein. Habe ich jetzt was verpasst da? Ich wollte da noch gar nicht rein. Habe ich was verpasst? Nein, oh Gott, mach mal, ey. Ich glaube, ich habe nichts verpasst, oder? Nee, ich glaube, dürfte schon passen normalerweise. Ja, okay, passt, glaube ich, alles. Das Problem ist halt, dass man Gegner teilweise nicht so einfach besiegen kann, weil ich halt immer irgendwie durch die Gegend fahren muss. Hör wieder auf, hör auf, hör auf. Okay, weil ich immer durch die Gegend fahren muss und das teilweise auch sogar ein bisschen unkontrolliert ist irgendwie, finde ich. Aber ist trotzdem schon ganz in Ordnung. Und nochmal. Und, hui, oh Gott, ja, okay. Ja, jetzt habe ich sie eh verloren, die Fähigkeit. Ja, aber das Rad mache ich nicht ganz so gerne, weil das teilweise ein bisschen unkontrolliert ist, ehrlich gesagt. Also, da muss man ein bisschen aufpassen, mache ich den Bumerang dann vielleicht lieber. Ja, Bumerang kennen wir auch schon. Genau, ich will nur kurz nachgucken, wie viele Fähigkeiten der hatte. Ja, okay, der hatte sogar nur 7. Ich glaube, die habe ich sogar schon alle mal irgendwann eingesetzt. Also, das sind ja gar nicht mal so viele hier, die ganzen Fähigkeiten. Das glaube ich ganz in Ordnung. Okay. Ja, obwohl ich glaube, eine Fähigkeit habe ich noch nicht eingesetzt, und zwar, wenn ich nah im Gegner oben, genau, wenn ich nah im Gegner oben und B drücke, dann können wir sowas machen, kann ich auch noch eine Combo hier machen. Ja, okay, haben wir es nicht mehr ganz gesehen, aber haben wir gerade eben, haben wir das ganz gesehen, dass ich dann eben auch noch so eine Combo da machen kann. Und da ist bestimmt irgendwas, das ist ein Secret. Ah, der Seltenesticker, okay, das war einfach. Yay, sehr schön. Ich muss mal ein bisschen auf meine Leben aufpassen, weil die Hälfte der Leben habe ich schon verloren, aber vor allem diese Kugelblitzdinger hier sind ein bisschen fies teilweise. Die bewegen sich zwar immer im selben Rhythmus, ja, das kann man sich merken. Also erst kommen sie oben, dann links oben, dann links unten und so weiter. Also die gehen halt im Kreis durch, jetzt mal gegen den Uhrzeigersinn. Kann man sich einfach merken und da kann man es eigentlich ganz gut hinkriegen. Ja, aber trotzdem ist nicht einfach, das immer trotzdem zu durchschauen, da jetzt genau dann zu wissen, wo die als nächstes auftauchen werden. Auch wenn sie immer nach demselben Muster vorgehen, aber trotzdem, ne, ist nicht so einfach, finde ich. Na gut. So, bisher haben wir noch keinen von den Roboblöcken gefunden. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so. Ich hoffe, dass ich da jetzt bald mal, mal einen finden werde. Ich will jetzt mal kurz einsetzen, das Ding hier. So, und dann noch dich mitnehmen. Genau, ich bin nicht mehr ein bisschen geheilt worden. Und das ist Elektro, oder? Ja, genau. Will ich Elektro nehmen? Ja, aber ja, ich glaube, ich will Elektro nehmen. Da habe ich jetzt nämlich noch ein bisschen mehr gelernt. Elektro habe ich mir noch ein bisschen angeschaut. Da habe ich es noch ein bisschen mehr verstanden von den ganzen Moves her. Und zwar... genau, elektrisch aufladen geht nämlich, indem ich das Steuerkreuz schnell in verschiedene Richtungen drücke. Oder halt auch das Slidepad, das ich benutze. Ich nehme das Slidepad oder Schiebepad, wie auch immer. Und das kann ich eben machen, genau, also schnell und her bewegen. Dann kann ich mich hier aufladen und dann hier so eine Barriere um mich herum schaffen. Und jetzt kann ich einfach Gegnern schon Schaden machen, wenn sie in mich reinlaufen. Und wenn ich jetzt B drücke, kann ich hier das abfeuern und dann so eine große Attacke machen. Das kann ich auch, wenn ich ein bisschen kürzer mache, also eben nur kürzer auflade, so kann ich hier so ein Plasma-Beam nach vorne hauen. Das geht auch, könnt ihr sehen, in verschiedenen Ausrichtungen. Und wenn ich es eben ganz voll auflade, kann ich hier so ein Ding nach vorne hauen und bin halt währenddessen, also nicht unverwundbar, aber währenddessen kann ich dann eben Gegnern Schaden machen. Das geht sogar auch, während ich an einem Gitter hänge. Das ist auch ganz cool. Okay. So, wieder zurück hier. Wieder in den Vordergrund. So. Und Gegner erstmal. Hallöchen, und zwar Toxi.
Was? Toxiborbos? Genau, ich kann ihm einfach Schaden machen, wenn er einfach in mir steht oder nahe mir steht. So, und mal das hier. Okay, ich dachte, ich hätte voll aufgeladen, habe ich nicht mehr gehabt. Okay, aber passt trotzdem. Hilfe, aufpassen. So, und. Ja, komm. Ich bin noch nah genug dran. Unten B will auch aufpassen. Genau, unten B ist ja auch. Nein! Aber ich dachte. Oh Mann, ey. Ich dachte, er würde nicht bis ganz auf die andere Seite springen, der Arsch. Was zum. Was macht denn. Was zum. Was macht denn der alles? Chill mal dein Leben bitte. Weil ich soll mal wieder aufladen hier erstmal. So, und ja! Okay, das ist eine coole Attacke auf jeden Fall. Hier kurz aufladen und dann gegen ihn schmeißen. Ich will noch kurz warten, weil er würde jetzt schon sterben gleich. Ich will noch kurz warten, was er noch für eine Fähigkeit oder für weitere Attacken hat. Übrigens, ich glaube, von dem Kollegen kriegen wir auch wieder eine Fähigkeit. Und zwar, glaube ich, auch wieder eine komplett neue, die es davor noch nie gab, meine ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder werden wir gleich sehen? Ich denke mal schon, okay, ich kann sogar die Dinger von mir abhalten. Die können mich sogar auch gar nicht mal damit treffen. Und stirb. Okay, so, ich will auf jeden Fall dich haben. Denn von dir kriege ich jetzt die Giftfähigkeit, stimmt's? Genau, yeah, sehr schön. Und ich glaube, die Giftfähigkeit ist auch neu und zwar wirklich komplett neu und gab es noch nie zuvor in einem anderen Kirby, glaube ich zumindest. So, wir schauen mal. Eine ziemlich gefährliche Power für alle Lebensformen, organisch oder nicht. Greife Gegner mit korrosiven Flüssigkeiten an, die reich an schädlichen Substanzen sind. Okay, aber ich glaube, diese Fähigkeit ist so ähnlich wie die, ja, im Prinzip wie die Wasserfähigkeit, die es auch schon häufiger mal gab. Es sind teilweise, glaube ich, sehr ähnliche Attacken. Wir haben Klebegift, Giftschicht, toxischer Sumpf, Giftleiter, Giftnebel, Giftwirbel, Giftwischer, Klebeschlag und Giftkugel. Okay, einfach nur B, nahe im Gegner wiederholt B, Spurt und B, B gedrückt halten, oben B, links oder rechts nach Wahl, während Gift. Giftwirbel, was ist Giftwirbel? Das ist oben B. Unten B in der Luft und Spurten und mehrmals B drücken in der Luft. Okay, also erstmal nur B. Ist nur hier so nach vorne kotzen. B gedrückt halten ist hier sogar so ein Rauch. Während dem Spurten ist es. Ah, das ist cool. Da kann ich hier so entlang fahren. Und hinter mir kann ich sogar so ein bisschen so ein paar Pfützen erschaffen. Okay. So, währenddessen können wir jetzt nochmal irgendwas machen. Was war es jetzt noch, was ich da währenddessen machen konnte? Glaube ich. Warte kurz. Ah, nee, Quatsch. Währenddessen kann ich nichts machen. Okay, aber oben B war noch. Und dann währenddessen kann ich noch nach links oder rechts eben drücken. Ja, okay. Also erstmal oben B. Ist das. Okay, das hier und das kann ich dann eben noch lenken. Ja, und dann eben noch auf die Gegner da das Gift ablassen. Und was gab's noch? Moment. Spurt. Ja, Spurt B habe ich ja. Ah ja, halt ja, hier geht's weiter, genau. Unten und B noch in der Luft und Spurten und mehrmals B drücken. In der Luft. Okay, also unten B ist noch. Oder hätte ich blöd? Nochmal. Unten. Ach, unten B in der Luft, okay. In der Luft ist das hier. Okay, so zwei so Schlammpfützen nach unten werfen. Und dann noch Spurten und mehrmals B in der Luft. Da kann ich. Okay, da kann ich hier noch solche Kugeln nach vorne hauen. Okay, alles klar, gut. Und dann gibt es eben auch noch, dass ich nahe einem Gegner wiederholt drücken muss. Ja, okay. Viele Fähigkeiten auf jeden Fall wieder. So, und hier kriege ich ein bisschen was, ein bisschen Nahrung und ein paar Sterne wieder. Danke. Aber die Frage ist immer noch, wo ist verdammt nochmal der erste Roboblock? Ich habe immer noch keinen gefunden. Ach, Mann. So, nahe einem Gegner. Wow, oh mein Gott, Kirby, übertreib mal nicht. Nochmal. Ja, doch, hat gepasst. Wartet nochmal. Ja, okay, ist schon gestorben. Warte mal, ich. Ja, der ist nur im Hintergrund. Der Typ hier, geht es bei Schaltern eigentlich auch theoretisch? Nee, okay, da klappt es nicht. Was? Herz? Oh Gott, Herz, Peak und Raute. Herz, Peak, Raute. Das kann ich mir doch niemals merken. Um Gottes Willen, Herz. Ich kann es mir auch mehrmals anzeigen lassen. Herz, Peak und dann Raute. Herz, Pik und Raute, Herz, Pik und Raute. Herz, Pik, Raute, Herz, Pik, Raute. Okay. Nicht Kreuz, sondern hier Herz. Und dann noch Pik und Raute. Das kann ich. Oh ja, der Weg wird auch verschlossen. Ich muss wirklich mich richtig entscheiden. Und dann noch Pik und Raute. Okay, ja, das wird nicht einfach werden. Ob ich das richtig hinbekomme, ich bin schon gespannt auf jeden Fall. Bah, nimm das hier, du Typ. So, ich glaube, der Stein. Gegner hat auch wirklich ein bisschen eine höhere Verteidigung als die anderen Gegner, weil der hält immer ein paar mehr Schläge aus als die anderen, interessanterweise. So, okay. Dann, ja, dich will ich auch töten. Geh weg hier. So, jetzt haben wir hier Raute und Pik, aber es kam zuerst Pik. Und dann beim dritten Mal kam, glaube ich, Raute, ne? Ich glaube schon. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts Falsches gedacht. Da wäre nämlich schon der Rückweg, aber nee. Ich werde noch weitergehen. Sonst ist die kleine Variation hier von dem Bossgegner. Also von dem würde ich auch die Giftfähigkeit bekommen. So, hier ein bisschen. Ja, komm schon. Voll kurzen Kirby. Mach mal. Genau. Ich glaube, das Aufladen soll ich auch häufiger machen, dass ich hier sowas mache. Diese Giftwolke, aber die ist, glaube ich, auch ganz cool. Aber allgemein, die Giftfähigkeit gefällt mir schon mal ziemlich gut, muss ich sagen. Also da kann man ziemlich gut hier gegen die ganzen Gegner vorgehen, finde ich. Deswegen. Doch, die gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. So, dann hier jetzt noch. Jetzt habe ich sogar mehrere Möglichkeiten. Ja, hier ist Raute auf jeden Fall. Ist hier. Nein, aber was machst du, Arsch, ey? Raute ist hier auf jeden Fall richtig. Und damit dürfen wir jetzt hoffentlich zum ersten Roboblock kommen. Aber vielleicht ist es auch der zweite. Kann ich mir auch vorstellen, dass es der zweite vielleicht ist, weil ich irgendwo schon einen verpasst habe. Es kann gut sein. Auf jeden Fall, hier ist etwas. Ja, Nahrung kriege ich auch. Und hier ist ein Roboblock auf jeden Fall. Und es ist. Es ist. Der erste sogar. Okay, doch. Das Level scheint auch wieder ziemlich lang zu sein. Und wir finden auf jeden Fall Nummer 2 und 3 noch. Okay, vielleicht kommen die jetzt auch direkt hintereinander, kann ja auch sein. Auf jeden Fall, wir haben bisher noch nichts verpasst, finde ich gut.
So, und da ist wieder ein Roboteranzug. Möchte ich, glaube ich, auch dann gleich mir holen. Ich will erstmal gucken, wo ich dann gleich vielleicht brauchen werde. Bevor ich da jetzt überstürze und hinlaufen werde. Ist es auch wirklich so, dass Gegner, wenn sie nahe meinen Giftattacken stehen bleiben, dass sie dann auch Giftschaden nehmen, was natürlich auch ganz cool ist. Jetzt nehme ich mir aber doch mal dann gleich. So, machen wir gleich mal. Zack. So, und herkommen. Yay. So, jetzt ist natürlich die Frage wieder, will ich erstmal Stein kennen wir noch gar nicht, ne? Ne, kennen wir noch gar nicht, genau, ist auch wieder eine neue Fähigkeit sogar, eine neue Roboterart. Bau mit steinharten Hieben Stress ab, die Erde erhebt unter deinem Felsenschlag, nicht erhebt, erbebt, okay. Und es sind 4 Moves. B loslassen, B wiederholt drücken, unten B in der Luft und B gedrückt halten, okay. B, B wiederholt, unten B und B gedrückt halten, gut, einfach nur B. Das sind einfach nur ein paar Schläge hier. Oh, okay. Eieiei, da kann der Kirby wieder richtig abgehen, richtig übertreiben, wenn er hier sowas macht. Bam, so eine schöne Kombo hat er hier, okay. Dann unten B in der Luft. Zack, ist noch das hier, B gedrückt halten. Ist, oder, wo war jetzt der Unterschied? Ist es, oder kann ich da einfach werden, das ist ein Schutzschild? Das ist ein Schutzschild, oder? Mal so kurz nach, ja genau, Körperdecken, ist das okay. Und wiederholt drücken und den Rest haben wir schon gesehen, genau. Felsen, Schlag, Felsen, Hieb, Zermalma und Körperdeckung. Okay, den Rest haben wir alles gesehen, okay. So, ich kann jetzt damit hier dieses Ding da ein bisschen weiter schieben. Mache ich auch nochmal. Zack. So, und dann habe ich jetzt das hier zerstört. Ja, das muss ich jetzt dann gleich bestimmt nochmal machen. Um irgendwie an neue Orte zu kommen. Das ist bestimmt wieder ein bisschen rätselmäßig. Aber ich kann ja hier immer wieder nach unten bei diesen Plattformen, genau. Ich will jetzt... Ach Mann, ey. Ich will nämlich erstmal gucken, was es da oben ist, bevor ich jetzt überstürzt irgendwas mache. Das ist nämlich auch ein Leben. Da oben... Oh Gott, hier ist so viel Zeug, ey. Ich glaube, das sollte man jetzt in der richtigen Reihenfolge machen. Aber werde ich bestimmt nicht hinkriegen. Ist es jetzt klug, wenn ich den nach rechts schiebe? Ich glaube schon, ich mach mal. Bam. Er fällt es hier nach unten. Ja doch, war schon. Okay, aber ich... Okay, was die Kanone kann mir Schaden machen, wenn ich sie einfach nur berühre? Ernsthaft? Nochmal. Macht sie ja, okay, wow. So ein Blödsinn. So, und da komme ich ran. Komme ich da jetzt wirklich einfach so ran, wenn ich das hier rüberschiebe? Schon, oder? Ja, ich denke schon. Komme ich, genau, okay. Yay. So. Dann, ja, oben ist der nächste. Ja, will ich auf jeden Fall haben. Jetzt, wie gesagt, nichts überstürzt, Mann. Ich will überlegen, bevor ich irgendwas tue. Erstmal, was macht denn der Schalter? Der öffnet es. Aber nur kurz. Okay, ich will... Okay, ich will es also schaffen. Ich will... Okay, ich hab's verstanden. Ich will also das hier wegmachen. So. Na halt, mach die Stampfattacke hier, Kirby. So. Bam. Will das ja nach links schieben. Zack. Dass der Schalter dauerhaft... Okay, nochmal. Zack. Dass der Schalter dauerhaft gedrückt wird. Und dann kommen wir an den zweiten ran. Yay, okay. Noch ein weiterer fehlt und ich hoffe mal, dass wir den auch noch bekommen werden. Hätten wir auch das Level dann wieder komplett abgeschlossen. Wäre ganz cool. Ich will mal kurz mit noch dich... Warte mal, oder komme ich von der rechten Seite da wieder hoch schon, ne? Ja, da komme ich noch hoch. Ich will das mal kurz aufheben, weil nicht, dass ich den mit dem was anderes noch machen muss. Oder dass ich den nicht schieben darf oder so. Das kann ja auch sein, fieserweise, dass man den nicht schieben darf. Da oben ist übrigens Nahrung. Ne, okay, aber den soll ich schon schieben, um da auch an die Nahrung ranzukommen. Mach ich mal schnell. So, bam. Und nochmal. Ja! Und nochmal. Ja! Okay, und dann hier auch ein bisschen Nahrung bitte wieder her. Dankeschön. Wieder fast voll geheilt. Und du gehst kaputt, Stein. Aber hier muss ich jetzt wieder ein bisschen was Rätselmäßiges machen. Ich will erst wieder überlegen, bevor ich was tue. Okay, da ist das Ziel. Dann hier kann ich meinen Roboter wieder verlassen. Ja, das will ich aber natürlich nicht. Ich denke mal, dass da links unten, dass da vielleicht schon noch irgendwo der Roboblock sein könnte. Ja, ich schiebe jetzt erstmal das einfach nach rechts. Ich habe gerade eh keine andere. Weil nach links schieben kann ich das ja nicht, weil es eh schon an der Wand steht. Das bricht ein. Oh, okay, ich sage einfach nur ein normaler Sticker. Okay. Und dafür... Aber leider noch nicht der letzte Roblox, der fehlt immer noch. Ja, okay. Werden wir hoffentlich noch bekommen. Mal schauen. So, weiter geht's. Im nächsten Abschnitt. Und erstmal wieder ohne Roboter das Ganze. Jetzt kommen wieder hier die blöden Kugeln, die ich nicht mag. So, nehmen wir das hier. Chat-Typ. Ich will erstmal hier bei der Giftfähigkeit, glaube ich, bleiben. Eben weil die auch noch, glaube ich, zumindest hier komplett neu ist. In Kirby Planet Robobot. Meine ich zumindest eben. Okay, erstmal, ich bleib erstmal hier unten, vielleicht hier irgendwas ist. Hui. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine ganz coole Attacke hier. Ja. Eine ganz coole Attacke, aber auch eine riskante Attacke. Kann ich die abbrechen irgendwie? Die Attacke? Die offenbar nicht, oder? Ne, abbrechen kann ich die tatsächlich nicht. Okay, die muss Kirby zu Ende machen. Und das ist natürlich dann teilweise ein bisschen riskant auch, weil das haben wir ja gerade gesehen. Da kann man halt genau in einen Gegner da reinlaufen oder reinschwimmen oder wie auch immer. Oder reinrutschen, wie auch immer man das nennen will. Da ist er. Und das ist natürlich dann vielleicht nicht so cool. So, wie komme ich jetzt dahin, ist die Frage. Ach so, da ist einfach ein Hebel. Und das löst auch schon. Okay, alles klar. Und herkommen bitte. Yay! Alle Roblox in Level 2, 3 gefunden. Okay, cool. Haben wir auch das Level schon mal so weit abgeschlossen. Auch wenn natürlich noch das Ende jetzt dann gleich fehlt. Aber werden wir ja gleich hinkommen, denke ich mal. Ist da unten noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Nee. Okay, gut. Dann weiter nach oben.
Denn Arc, wir dürfen jetzt auch schon gar nicht mal mehr kommen, hier in dem Level behaupte ich jetzt mal, weil wir eben schon alles gefunden haben, denke ich. Was war jetzt nochmal die anderen Attacken? Das, ja, das oben, das soll ich auch mal häufiger einsetzen, weil damit kann ich ja auch einfach Gegner treffen, die vor mir sind. Das ist ja auch ziemlich gut eigentlich. Oder auch hier die nach unten Werffähigkeit da, wenn er das in der Luft einsetzt, hier mit diesen Spuckbällen da. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Yay. Okay, auch ein schönes Level und schöne Fähigkeit, wie normal, hat mir wieder mal gefallen. So, und Bonusspiel. Moment. Yay, und wieder volle Leiste. Langsam habe ich es ein bisschen raus. Das wird bestimmt nochmal irgendwann passieren, dass ich das verkacke und dann die Leiste wieder zurückgeht und ich dann gar keine gute Wertung bekomme. Naja. Hi. So. Was kriegen wir denn noch alles? Wir kriegen noch erstmal Choo-Choo aus Kirby's Dream Land 3. Dann kriegen wir noch den seltenen Sticker, nämlich Hydra aus Kirby Air Ride. Dann kriegen wir noch Eline oder sowas aus Kirby und der Regenbogenpinsel. Ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Also Regenbogenpinsel habe ich auch noch nie gespielt, aber ein bisschen was davon gesehen halt. Das ist ja auch noch relativ neu. Das ist sogar ziemlich neu. Das ist sogar direkt das letzte Kirby-Spiel halt, das es gab, ne? Meine ich, oder? Ich glaube schon. Dann haben wir hier noch Musiklogo aus Kirby Planet Overboard. Und noch einen weiteren, glaube ich, nämlich Kirby Ball oder Kirby Ball aus Kirby Power Malpinsel. Okay, sehr schön. Yay! Gut, Leute, dann würde ich also sagen, war es erstmal für diesen Part von Let's Play Kirby Planet Robobot. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier in Welt 2 weitergehen wird mit dem vierten Level. Und wenn es auch einigermaßen schnell geht, können wir vielleicht sogar den Boss noch hinterherhauen, weil die Boss, also der erste Bosskampf zumindest hat noch nicht so mega lange gedauert. Ich weiß aber übrigens schon, dass die finalen Bosskämpfe aus den Kirby-Spielen immer ungefähr 5 Stunden gefühlt dauern. Da bin ich schon gespannt, wie der Final Boss hier in diesem Spiel noch ablaufen wird. Aber der erste Boss war jetzt nicht so mega lang, deswegen der zweite wird, glaube ich, auch nicht so super lange gehen. Aber einfach mal gucken, was wir dann beim nächsten Mal noch neben dem vierten Level vielleicht noch alles schaffen werden. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!